Willi Reimann, er mochte schon gar nicht mehr hinschauen. Die ultimativ letzte Torgelegenheit der Frankfurter Eintracht. Alexander Schur, 6:3. Die Eintracht plötzlich in der ersten Fußball-Bundesliga. Das hatte er schon mal erlebt. Diesen Aufstieg in die Oberklasse des Fußballs. Und Willi Reimann, der auch, mit seinen Wolfsburgern. Aber daran dachte jetzt niemand. Das dachte auch keiner an die Mainzer, die immer noch fieberten und dieses Tor um die Ohren gehauen bekamen. Wieder ein kleines Wunder und wieder im Mai, diesmal der 25. Die Eintracht gewinnt mit 6:3 und schafft es tatsächlich.